Monster und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. So, wir gucken jetzt bei Mo Moody rein. Ja, ja, der Senat wird natürlich auch am Start sein bald, ja. Sinan Abi, was ist deine Meinung zu Carsten Chap? Würdest du ihm verzeihen, wenn er ehrlich meint? Ja, schwer zu sagen. Carsten Schmal hat mir schon wirklich einen großen Schaden zugefügt. Auch nicht nur aufgrund seiner Videos, die er gegen mich gemacht hat, sondern weil er im Hintergrund sehr krass gegen mich gearbeitet hat. Ja, und dazu kommen wir aber noch. Das wird noch eine ganz interessante Story. Macht euch da mal keine Gedanken. Ich vergesse niemanden. Sinan ist so dumm, er wird jeden verzeihen. Jeden. Oder wenn Allah verzeiht, wissen wir, dass wir nicht verzeihen. So, also jeder weiß, dass ich schnell verzeihen kann. War das zu früh noch? Oder darf ich mir erst nachher hat diese Art von Schüsseler? Nein, lauf auch so. Kam das jetzt zum, naja, der sagt nein, das. Im Grunde genommen bin ich ein Typ, der gerne verzeiht, weil ich halt nicht so sein möchte wie andere Menschen, aber irgendwie wurde meine Gutmütigkeit immer ausgenutzt. Man hat dann irgendwie immer auf meine Nase getanzt, weil man dachte, ich wäre so voll locker. Aber wie gesagt, liebe Friends, ganz entspannt, wir gucken einfach, ich werde euch da noch einiges erzählen und der ein oder andere wird noch vom Hocker fallen. So, wir gucken mal. Es wird langsam Zeit, sich zu der Scheiße hier zu äußern, über diese ganzen Lügen, die du verbreitet hast in ganz Deutschland. Ja, Mois, du hast recht, es wird Zeit. Es wird Zeit, dir deinen Finishing-Move zu geben und dafür zu sorgen, dass jeder, der dich einmal kannte, seinen allerletzten Respekt zu dir verliert. Junge, ist es dein Ernst? Hier geht es darum, um auf das Leid der Palästinenser aufmerksam zu machen und nicht um ihn reinzuwaschen. What the fuck? Bitte. Und dann nimmt er sich... Ich weiß, auf welche Frage du eingehen möchtest. Nicht, ist keine Frage. Oder Aussage. Du willst auf das hier gehen? Ja, vernünftig. Vernünftig. Okay. So, also, so gesehen, 2 schreibt, Allah ist allvergeben, wir sind nur Menschen. Mit dieser Aussage stellt man sich über Allah, Astaghfirullah, Azim, Tobi. Bruder oder Schwester oder wer da auch immer hinter sitzt. Wenn du so eine Aussage machst, das ist schon halbes Kiffer, was du da machst. Ich habe gesagt, wenn Allah verzeiht, wer sind wir, also wir sind weniger, dass wir nicht verzeihen. Hör richtig zu, bevor du eine Kacke laberst, weil das damit reizt. Kann sein, dass du es falsch verstanden hast, ist auch okay, aber jetzt hat er ja, aber nicht direkt so, stellt man, Töbe, so direkt jemanden degradieren, weißt du? Ja, das ist auch. Fragen oder Nachfragen oder aufmerksam, ey Bruder, pass auf, sag nicht so, sonst machst du, ja, so, man gibt einem Bruder einen Tipp. Das ist natürlich ein Tipp. Nicht, man wirft ihn nicht sofort in die Tonne, weißt du? Genau, das ist. Bisschen nachdenken. Also entspannt. Also, liebe Freunde, ihr wisst Bescheid. Vergebung ist immer was Schönes. Allah lehrt uns, dass man auch vergeben sollte, was man nachgeben sollte, dass man klüger sein sollte. Ja, und der Islam ist die für mich. Ich spreche nur für mich. Möchte sich keiner angesprochen fühlen. Für mich ist der Islam die schönste Religion der Welt. Der Islam ist perfekt. Wir Menschen sind nicht perfekt. Ja, das heißt, egal was ich tue, egal was ich mache meine Sünden, ihr macht eure Sünden und jeder muss dafür gerade stehen für sich, ja, und jeder, der eine andere Religion verfolgt, bitteschön, ist überhaupt kein Thema, jeder kann glauben, was er möchte, jeder kann hingehen, wohin er möchte, jeder kann denken, was er möchte, solange ihr euch nicht gegenseitig bekriegt oder verletzt oder aufgrund des Glaubens jetzt krass irgendwie weit weiß ich beleidigt, ne, soll jeder einfach leben und glauben, was er möchte. Jedem das Seine, ja, und behandelt euch einfach mit Respekt. Würdest du Fremdgehen verzeihen? Ich sage nein, weißt du warum? Wer das einmal macht, macht es immer wieder. Fremdgehen verzeihen, weil wenn deine Frau fremdgeht? Bruder, die wird das nicht nochmal zweimal machen können. Das geht gar nicht. Also, ich sage jetzt dazu nichts, aber Köln-Kalk, Ehrenmord! Das wäre Ecofresh. Ecofresh, get to Chef. Köln-Kalk, Ehrenmord wäre das dann eventuell. So rum? Hä? So rum mache ich das, wie du gesagt hast? Nein, das habe ich einfach geremixed. Also. Also in GTA wäre das auf jeden Fall eine andere Baustelle. Aber wie gesagt, so, wir gucken. So. Wieder das Recht, ein Maestro Unrecht zu tun, ihn als Hurensohn zu beleidigen, obwohl Maestro einfach der Aktion zuliebe helfen wollte. Was ist los mit ihm? Ich weiß nicht, ob das eine meiner letzten Aufnahmen sind, weil wir dann vielleicht gestrikt werden können, obwohl wir nur auf was Gutes aufmerksam machen. Aber ich wollte mein Leben lang auf entspannt sein, wer ich bin.
Es ist etwas passiert, was sehr enttäuschend ist. Eine Sache, die mich sehr enttäuscht hat und eine Sache, die auch euch im ersten Moment enttäuscht hat, weil ihr die Wahrheit nicht kanntet. Mois hat das Leid der Palästinenser dafür missbraucht, um seinen Ruf zu retten, um mir zu schaden und um mir eins reinzudrücken. Mein Ausschnitt wurde ohne meine Erlaubnis benutzt, ich wurde falsch dargestellt, mir wurde Unrecht getan und das nur, weil ein Mois keine anderen Waffen hat, um sich zu verteidigen. Wenn andere Leute mit der Wahrheit kommen, Okay, krass. Also das ist jetzt quasi die offizielle Bestätigung, dass der Mo Moody gar nicht mehr in das Mois-Video rein wollte. Ja, okay, das ist heftig. Versucht Mois mit Unrecht, Lügen und Manipulation dagegen anzukämpfen. Und ja, Mois, vielleicht wirken diese Sachen im ersten Moment, aber sobald die Wahrheit ans Licht kommt, verpulvern sie wie Asche. Na, kennst du den Typen noch? Kennst du den noch? Verwickelst dich doch selbst! Der Mo Moody macht hier Punchlines in Bildform. Das ist jetzt der neue Shit. Diss-Tracks in Bildform. Siehst du, was andere Einäugige machen? Und du schlaf weiter. Ich schwör's dir, Alter. Der einäugige Mo. Mo Dirty Shit. Moody, Alter. Mo Dirty Shit Moody. Mach dir einfach Diss-Tracks, Digga, mit Bildern, Alter. Die Wahrheit ans Licht kommt, verpulvern sie wie Asche. Na, kennst du den Typen noch? Kennst du den noch? Verwickelst dich doch selbst in Widerspruch nach Widerspruch. Komm, halt die Fresse wie die Drähte nach deinem Kieferbruch. Heute bekommt ihr die komplette Wahrheit und ich würde mir wünschen, dass ihr es euch von Anfang bis Ende anschaut, damit ihr auch wirklich alles versteht. Wie ihr wisst, habe ich schon mehrere Videos gegen Mois gemacht und wir mögen uns nicht. Mitten in dieser ganzen Sache, also am Entschuldigung, dass ich Stopp mache, aber ich habe jetzt mehrmals gelesen, Sinan, hast du von Snuggers Comeback gehört? Also, ich habe davon gehört, ich habe den Song noch nicht gehört. Also, erstmal, Welcome Back, Snugger. Snugger und Pillard, der Snugger. Snugger, ja, Snugger, Legende. Ich habe mit Snugger meine Anfänge gemacht, also meine Anfänge, nicht seine Anfänge, ich war auch dabei. Und Snugger und Pillard, mit einer der besten Rapper früher gewesen, gute Menschen. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt, was er da rausgehauen hat. Und wir werden einfach, weil wir das einfach sich so gehört, werden wir eventuell auf Snugger auch noch reagieren kurz. Ja, deswegen chillt. Donnerstag, den 9. Mai, habe ich aber eine Anfrage vom Mois Management bekommen, die mich gefragt haben, ob wir nicht trotz des ganzen Beefs nicht für die Kinder in Gaza ein einziges Mal Hand in Hand gehen können. Ja, so eine Nachricht habe ich auch gekriegt, aber nicht vom Management, sondern von Mois selbst, habe ich euch ja erzählt. Was ist denn G2W? Hä? G2W, wer ist das? Das ist so das Management quasi von Mois. Die machen sein Management. Was heißt G2W? Gangster to the World. Ne, weiß ich nicht. Snugger! So. Habe sie dann gefragt, wie sie sich das Ganze denn vorstellen. Das Management meinte dann, ihr könnt euch danach weiter beefen, wie ihr wollt. Wir als Management haben damit nichts zu tun und wollen einfach nur ein Projekt für Palästina durchführen. Und deren Plan sah dann wie folgt aus. Mois sollte erstmal ein großes Statement ankündigen, um die maximale Reichweite für diese gute Sache für Palästina rauszuholen. Ja, genau. Also hier hat der Mois eine Story gemacht gegen uns, wo ich dann auch erwähnt wurde. Ich denke mir, okay, was hat er vor? Was will er jetzt gegen mich schießen? Irgendwann muss die Wahrheit, Jungs. Viel Spaß, Mo Moody, Pumpkin Monkey, Mazdak, Ahmed, Neu, Roos, Sinan und der Rest der Welt, die meinen Sack studieren. Herzlichen Glückwunsch, heute ist euer Tag. So, als ich das damals gesehen habe, dachte ich, was ist denn jetzt los? Okay. Weiter für diese gute Sache für Palästina rauszuholen. Das Statement sollte dann so einen Titel wie Die Wahrheit bekommen. Und in diesem Video sollte er einfach nur 10 Sekunden sagen, dass jetzt die volle Wahrheit ans Tageslicht kommt. Anschließend sollte auch eine kurze Sequenz von mir eingeblendet werden, womit wir den Leuten einfach zeigen wollten, egal wie viele Videos man gegeneinander macht, es gibt Wichtigeres als das, wie zum Beispiel Kinder, die sterben. Danach sollten ca. 10 Minuten lang Videos vom Leid der Kinder aus Gaza eingeblendet werden. Was denn? Also... Sag mal. Lies doch, was da steht, aber lies nicht laut, Alter. Ach so, das hier. Ja, warum kann ich nochmal lesen? Dann lies, Alter. Egal. Man muss aber auch dazu sagen, liebe Friends, der Grundgedanke, auf sterbende Kinder aufmerksam zu machen oder auf Palästina aufmerksam zu machen, ist natürlich erstmal eine gute Idee, aber... Das dann so zu machen, irgendwie ist natürlich dann schon ein bisschen komisch, wäre auch so ein bisschen komisch rübergekommen oder ist, glaube ich, sogar komisch rübergekommen, weil wir alle ja auch irgendwie eine eigene Reichweite haben und jeder kann ja eigentlich für sich, für Palästina eigentlich werben, sprechen, aufmerksam machen, nennt, wie es ihr wollt. Aber trotzdem, klar, wenn man da aufmerksam machen will, ist das erstmal so gesehen eine gute Aktion, aber das Problem muss man auch immer die Niat sehen, die Hintergründen
und alles, ne, ist dann halt immer ein bisschen komisch dann alles. Ich habe zum Beispiel auch Maestro gefragt, was er von der Idee hält, weil ich mir gedacht habe, vielleicht wird er das Thema iPhone nur nutzen, um sich selber reinzuwaschen. Aber auch ein Maestro hat zu mir gesagt, selbst wenn er das versucht, jedes Video zu Palästina ist wichtig und hat mir geraten, für mich selbst mitzumachen, egal sehr was korrekt. Die Absicht von Mois ist. Dann habe ich denen diese Szene geschickt. Viele werden jetzt geschockt sein und ich weiß genau, was ihr erwartet habt. Viele dachten, der Beef wird jetzt weitergehen und er wird weitergehen, doch nicht heute. Wir wurden vermittelt von Menschen, die vorgeschlagen haben, dass man die Situation, in der man sich gerade streitet, worauf alle schauen, nutzt, um etwas wirklich Gutes aus der Sache zu ziehen. Denn ja, Beef oder Aufklärung über andere Menschen, die gerade vielleicht Kacke machen, kann sehr wichtig und auch spannend sein. Doch im Vergleich zu dem, was gerade in Gaza passiert, ist das alles, worüber wir hier reden, ein Witz. Es klingt hart und damit kritisiere ich mich nun auch hart selber, aber während wir darüber diskutiert haben, ob ein Mois jetzt der CMO oder CEO von Forbro ist, sind Kinder gestorben in Gaza. Jeden Tag fürchten Menschen um ihr Leben. Sie wissen nicht, ob sie morgen überleben werden. Ihr müsst diese Sache einfach mal wirklich realisieren. Stellt euch mal vor, ihr habt jeden Tag Angst um euer Leben. Stell dir vor, dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister, die gerade um dir herum sind, verlierst du einfach. Du hast nichts getan. Menschen töten sie einfach. Ihr werdet dazu noch gleich viel mehr sehen. Doch bevor es losgeht, was wir euch einfach damit sagen wollen, wir mögen uns beide nicht. Weder ich mag den Mois, noch mag Mois mich. Aber für eine gute Sache ziehe ich gerne mit ihnen an einem Strand. Wie ihr gerade gehört habt, was... Also er zieht mit ihnen an einem Strang, nicht an einem Strand. Ne? Also was denn Strand. Jetzt? Strand oder Strang? Weil letztens war es Strand. Ja, er hat jetzt Strand wieder gesagt. Das ist dieselbe Aufnahme. Er hat die nur mal gezeigt. Dann haben wir ja gesagt, also... Er zieht mit ihnen am Strand. Da war ja diese Geschichte mit. Aber er zieht mit ihnen eine am Strand. Eine am Strand zieht, ist okay. Der hat eine Bar gemacht. Im Hotel und im Gegenstall und keine Ahnung. Sowieso ein weiteres kritisches Video zu Mois geplant und das wäre auch gekommen, selbst nach seinem Palästina-Video. Ich habe auch gesagt, dass wir uns nicht mögen. Aber wenn ich auch nur eine Möglichkeit hätte, den Kindern in Gaza viel Aufmerksamkeit zu geben, was wäre ich dann bitte für ein Mensch, wenn ich diesen Beef über die Kinder in Gaza stellen würde? Ich erkläre euch auch mal genau meine Intention dahinter. Wir alle wissen, wenn man ein YouTube-Video macht, wo es um Palästina geht, dies leider nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Bestes Beispiel Maestro. Ihr könnt vergleichen, seine Formate wie zum Beispiel 10 unangenehme Fragen erreichen hunderttausende Klicks, seine Videos zu Palästina aber werden stark eingeschränkt und gehen teilweise unter. Heißt ja. Also, wenn ein Video nach Beef aussieht, schauen es sich viel mehr Menschen an als ein reines Palästina-Video. Ja, weil die Menschen nun mal fitner geil sind und auch auf Stress aus sind. Plus YouTube drosselt dich auch. Punkt. Und du wirst wahrscheinlich auch gedrosselt, wenn du politisch aktiv bist. Oder seitdem ich einen Palästina-Trick gemacht habe, ist mein YouTube-Channel tot. Ja, ist auch nur so eine Sache. Ja. Das ist schon gemein. Aber man muss sich entscheiden. Scheiß ich drauf, mach's trotzdem. Oder gucke ich nur auf die Klicks auf dieser Welt. Ja. Und das ist leider die traurige Wahrheit. Und zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gehofft, dass dieses Video, was nach Beef ausgesehen hätte, viel Aufmerksamkeit bekommt. Ein Video, wo er ein paar Worte sagt, wo ich ein paar Worte sage und dann 10 Minuten einfach nur Bilder aus Gaza eingeblendet werden. Meine Intention dahinter war also keine schlechte. Ich wollte niemanden von euch verarschen, ich wollte auch niemanden von euch enttäuschen. Es wäre trotzdem wieder ein Video gegen Mois gekommen, damit ihr dennoch nicht vergisst, was dieser Typ angestellt hat. Und das habe ich ja auch in diesem Clip gesagt. Und jetzt gut zuhören, Freunde, es fängt an eklig zu werden. Alle waren mit dem Plan einfach verstanden, dann habe ich dem Management von Mois die Szene geschickt, die ich euch gerade eingeblendet habe. Das Management fand es gut, Mois aber nicht. Mois war der Meinung, ich würde ihn klein machen, wenn ich sage, dass der Beef hiernach weitergeht. Und in diesem Moment war ich wegen anderen Dingen gestresst, habe nicht viel darüber nachgedacht und einfach diesen Satz umgeändert und das nochmal geschickt. Heißt, im ersten Clip habe ich gesagt, viele dachten, der Beef wird jetzt weitergehen und der wird weitergehen, aber nicht heute. Und damit er nicht rumheult, habe ich daraus gemacht, viele dachten, der Streit wird weitergehen, aber den packen wir heute beiseite. Später aber habe ich angefangen, diese ganze Sache ein wenig zu hinterfragen. Ich dachte mir, warte mal, mit diesem Satz mache ich ihn gar nicht klein. Genau das soll doch die Message dahinter sein, dass wir den Leuten sagen, ey, guck mal, wir mögen uns nicht, wir werden uns auch weiter beefen, aber heute sind wir ein Team für die Kinder in Gaza. Hinzu kommt noch, wenn sich einer von uns beiden klein gemacht hat, dann bin es höchstens ich, weil ich in einem Video von einem Typen bin, den ich die letzten Monate für 1000 Sachen kritisiert habe. Das Video hätte mir mehr geschadet als er und dessen war er sich bewusst. Als ich nun die ganze Sache noch mehr hinterfragt habe, ist mir klar geworden, er weiß selber, ich mache ihn damit nicht klein, er wird es einfach so aussehen lassen, als wären wir cool, damit meine anderen Videos gegen ihn schwammig aussehen und er sich wieder ein bisschen reinwaschen kann. Dann habe ich dem Management von Mois gesagt, dass wenn es ihm wirklich... Ja, davon könnte man schon dann stark ausgehen. Also das ist schon natürlich, da ist eine Strategie dahinter. Oder, hey, lass uns alles beiseite packen, es geht heute nur um Palästina. Ja, ey, das, ich sehe da klein aus, der soll das nicht machen. Junge, geht's jetzt in Palästina? Naja. Ja, das ist schon komisch. Boah, jetzt nehme ich dich wirklich ernst. Warum? Ich war am Zweifeln, aber jetzt bist du ein richtiger Mann jetzt. Warum? Die Dinger kennen wirklich nur, ja, nee, eine Handvoll
eine Handvoll auf dieser Erde kennen diese Dinger. Oder ich fresse die jeden Tag. Komm mal rüber, weißt du, wie viele Tankstellen ich kenne die nur von Tankstellen. Abgeklappert habe. Ich kenne eine Tankstelle, die immer haben. Boah, Bruder, ich kenne gar keine mehr, die da hat. Normalerweise Freunde, Aral und Esso haben die, aber. Wir reden von diesen Dingern hier. Das sind die Lakritz-Toffee. Lakritz-Toffee. Nicht Lakritz oder Toffee, Lakritz-Toffee. Das ist Lakritz-Toffee mit Süßholz. Ich sag euch, das ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Aber nach dem ersten, wenn ihr den gegessen habt, denkt ihr, und dann bei dem zweiten, Sucht. Guck mal, ich trau mich nicht zu gucken. Ich hoffe für dich, da ist nicht einer jetzt in deiner Hand drin, Alter. Da sind zwei. Okay. Ich würde die Hand wieder raus. Ich schwör's euch, jeder. Ey, das ist nicht einfach Lakritz, glaubt mir, Freunde. Das ist was Krasses. Guck mal. Ich schwöre euch, jeder, der gesagt hat, was ist das? Guck mal, Ruhe zu, mach neue Karte. Hat probiert. Guck hier, guck. Ich zeig euch, was er sagen will einfach. Guck mal, seht ihr das? Sieht nicht aus wie Lakritz. Guck jetzt. Knete, Warak. Ey, es ist wirklich. Das ist anders wild. Und jeden, den ich das gegeben habe, sorry fürs Abschmatzen. Kennst du die Ball? Du bist meine Sucht. Sucht. Mm. Sorry, kleiner Insider. Jeden, den ich das gegeben habe, hat nach dem ersten Mal gesagt, bar ekelhaft. Am nächsten Tag haben die mich angerufen, hast du noch mehr davon? Warum gibst du Horne keine? Unwichtig. Ich habe hier meinen Links, meinen Napf gefunden. Wie geil das kommt, wenn er noch halb abgeschmackt ist. Halb abgeschmackt, Horne, Baby. Magst du die überhaupt? Warte mal, magst du die überhaupt? Ja, natürlich, Bruder. Okay. Und das mit dem ersten Mal schmeckt nicht. Das Geile ist, der Asadi ist jetzt auch süchtig danach. Der hat am Anfang auch gedacht, was ist hier los. Kannte er das nicht? Der kannte das nicht, ich hab ihn das gesagt. Er kannte doch gar nichts. Der kennt gar nichts. Der kennt Raphael das nicht, der fragt, ob der das kennt, was keiner kennt. Ich bin froh, dass der Asadi überhaupt Weihnachten kennt. So, die einfachsten Sachen so. So, wir gucken weiter. Um das Leid der Palästinenser geht, dass er die erste Version benutzen soll, weil ich nicht dafür da bin, um seinen Ruf zu retten. Denn das Leid anderer Menschen ist nun mal nicht dafür da, dass man es missbraucht, um seinen Ruf zu retten. Und jetzt achtet mal. Auf einmal hieß es aber dann, dass mein Video nicht reicht. Mois wollte jetzt auf einmal auch von anderen YouTubern, die gegen ihn geschossen haben, Statements, die er in sein Video einbauen kann. Und das sofort. Er meinte, irgendjemand hat ihn versprochen, dass er 8 Videos bekommt von Leuten, die gegen ihn geschossen haben, obwohl es eine reine Lüge war. Sein Management hat diesen Plan klar mit ihm kommuniziert gehabt. An dieser Stelle habe ich noch stärker gecheckt, es geht ihm nicht um Palästina. Sonst hätte er das Video entweder selber gemacht oder meine erste Szene eingeblendet, was er nicht wollte. Dies hätte Mois aber nicht gereicht, um sich öffentlich reinzuwaschen. Er wollte es einfach so aussehen lassen, als wäre er wieder mit allen cool, die ihn kritisiert haben. Aber als er gemerkt hat, dass dies nicht funktioniert, hat er wieder sein wahres Gesicht gezeigt. Er hat sogar versucht, Maestro zu erpressen, der gerade auf einer Hochzeit war mit seinem Kind und seiner Frau. Und er wurde ihm gegenüber richtig respektlos. Das war der Moment, wo mir endgültig klar wurde, ihm geht es nicht um die Kinder in Gaza. Er wollte... Ja, schon heftig. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe euch ja gesagt von Anfang an, Mois hat mich auch angeschrieben und ich hätte das auch sogar gemacht. Naja, weil ich halt einfach so ein Typ bin, komm, scheiß auf den Stress oder was auch immer. Wir helfen Menschen so und ich kann auch schwer Nein sagen. Aber das Gespräch hat sich dann in so eine komische Richtung entwickelt, weil er schreibt mir einfach, nachdem er mich beleidigt. Also kein ey, sorry oder kein ey, ich hab gesehen, du warst der Einzige in Deutschland, der hinter mir stand. Ja, und dafür will ich auch keine Props, das habe ich gerne gemacht, weil ich dachte, ey, das ist ein alter Freund von mir, wir kennen uns jahrelang. Bevor ich ihn vorverurteile, chillt oder ich sag gar nichts, weil man muss nicht drauf treten, man muss nicht zu allem irgendwas sagen, ist überhaupt nicht meine Pflicht. Und dann beleidigt er mich. Disst er mich, schießt gegen mich. Und nach der Sache kriege ich einfach so eine Nachricht. Salam alaikum, hast du Bock, so ein Video zu machen? Ich mir, hä, what the fuck? Was ist denn jetzt los, Digga? Weißt du, was ich meine? Also. Einfach wirklich das Leid der Palästinenser dafür ausnutzen, um die maximale Promo zu bekommen und um seinen Namen wieder reinzuwaschen. Und an dieser Aktion wollte ich mich nicht beteiligen. Deswegen habe ich des Öfteren klar und deutlich gesagt, dass ich da raus bin und er mein Video nicht benutzen darf. Er darf es nicht benutzen, ich will es nicht mehr. Sein Management hat das sogar auch gecheckt, die haben ihn sogar auch dafür kritisiert und bitte schaut mal, wie er darauf geantwortet hat. Und ja, Mois, damit hast du nicht gerechnet, oder? Dass dein Management so angeekelt von dir ist, dass sie mir sogar zeigen, was du gesagt hast. Bro, bitte, lasst mich in Ruhe. Plan nie wieder was für mich. Ich weiß schon, was ich mache. Ich habe genug Aufnahmen. Ich habe jeden Huren selber gefragt. Oh, was? Bruder, ich habe keine Worte dafür. Guck mal. Was? Und guck dir, sag mir jetzt, dass der irgendwas in Palästina macht. Ich habe jeden Hurensohn selber gefragt.
Der hat dich gerade auch beleidigt. Ja, nee, hat er gerade meine Mutter so quasi sozusagen. Hat er meine Mutter beleidigt. Maestros Mutter beleidigt. PAs Mutter beleidigt. Maestro, also habe ich schon gesagt, Maestro, PA, weil PA hat er ja auch gefragt. Roos hat er gefragt. Mich hat er gefragt. Mahmoudi. Also er hat uns einfach alle als Hurensöhne beleidigt. Einfach so. Guck mal, wie krass. Und ich. Masdak. Masdaks Mutter. Okay, aber Masdak hat das ja gemacht. Ja, aber er hat ja gesagt, dass er ihn selber gefragt hat. Ja, okay. Masdaks Mutter. Memo Rap Track war auch im Video. Den hat er ja auch als Hurensohn beleidigt dann. Also guck mal, wie krank, wie krass. Das, ey, das ist ja unfassbar. Also, ich weiß nicht, was ich. Abo Intellektueller sagt, hoffentlich kann Sunny gut amsen. Ja, Bruder, schwamm drüber. Lass gar nicht jetzt darüber reden. Alles im 19.09. Der war ja richtig in Rage, Alter. Also es ist unfassbar, nachdem man den verteidigt und supportet, dass man so noch als Hurensohn beleidigt wird. Also es ist sehr, sehr, sehr krass. Also ich glaube, wenn man sie sieht, wird es ein bisschen kritisch. Aber eine Frage jetzt an dich. Ja, bitte. An Sinan. Hast du jetzt endlich das gelernt, was ich dir seit Wochen hier sitze, mit Zeugen, die immer sage, ja, sei gut, ja, sei korrekt, ja, verzeih, ja, hilf. Aber guck wem, guck wann und guck für was. Ich helfe auch, du kennst mich. Ich helfe jedem, den ich helfen kann, aber nicht einfach so. Ich guck erstmal. Wenn ich jedem beleidige, meine Mutter, helfe ich denen nicht. Red inshallah, Bruder. Red inshallah, richtig. Red inshallah. Aber wie gesagt, mein Angebot steht immer noch. Ne, wenn er will, kann er ja gerne in den Ring kommen. Ich habe gesehen, der trainiert. Da kann man ja, dann kann er ja dieses Wort. Ja, zu mir mal ins Gesicht Romdani. Sagen. Ja. Und dann gucken wir mal weiter. Dings, sehr, sehr der traurig. Kämpft niemals. Sehr, dich, sehr traurig und sehr ekelhaft. Also sehr ekelhaft vor allen Dingen, ne? Nachdem er mich sowas fragt und dann, so, ne? Das könnt ihr mal sehen, also sehr, sehr verrückte Welt. Wir leben in einer verrückten Welt. Wirklich. Also das ist schon heftig. Huren selber gefragt. Bruder, ich habe keine Worte dafür. Mois, du fragst die Leute, die du wochenlang... Und die Frage ist, wen hat er noch gefragt? Ja, keine Ahnung, wen er noch gefragt hat. Ja, jeder selber wird's wissen. Monatelang, teilweise jahrelang beleidigt und kaputt gemacht hast nach Hilfe. Und den Kindern in Gaza zuliebe, wollten wir sogar helfen. Obwohl von dir weder eine Entschuldigung oder sonst was kam. Und du hast die Dreistigkeit, diese Menschen als Huren zu beleidigen? Und dann diese Sachen auch noch aufzunehmen, damit du die Tatsachen ändern kannst, um denen zu schaden? Um zu zeigen, guck mal, die wollten sich nicht für Palästina einsetzen? Nein, Mois, alle wollten sich für Palästina einsetzen, nur du nicht. Jetzt nutzt du schon zum zweiten Mal eine Katastrophenlage aus, wo Menschen sterben, wo Menschen leiden, unter Schutt liegen, um dein Image aufzubauen. Junge, schämst du dich nicht? Hast du gar kein Gewissen? Du hast schon wieder mit dem Leid anderer Menschen gespielt. Und ich stelle euch nun eine Frage. Wenn ihnen diese Menschen schon scheißegal waren, denkt ihr, die Menschen in Türkei waren ihnen wichtig? Bis heute gab es keinen Beweis, dass du das gesammelte Geld gespendet hast. Und wer all das nun nicht checkt, obwohl sein eigenes Management das gecheckt hat, die ihn wochenlang verteidigt haben. Ja, das ist schon natürlich heftig. Der Mahmoudi hat das schon auf den Punkt gebracht hier. Django47 sagt, Sinan, du hast doch jahrelang mit ihm gechillt. Hat er sich so geändert oder war er immer schon so kaputt? Mann, ich habe Mois nach Deutschland geholt. Ich habe für Mois Wohnung gesucht. Ich habe Mois, ich habe mit dem alles gemacht. Also am Anfang war ja alles super. Ich habe ihn ja auch neu kennengelernt. Ihr dürft auch nicht vergessen, er ist ja auch nicht mein Kindheitsfreund. Wir haben uns in der Musikbranche, Entertainmentbranche kennengelernt vor einigen Jahren. Und ich habe halt mit ihm sehr viel Zeit verbracht und wir haben sehr viel Spaß gehabt, Höhen und Tiefen mal gehabt, so wie halt eine Freundschaft ist. Aber diesen Ausmaß, den er jetzt gerade erreicht hat, der war so nicht. Man hat schon gemerkt damals, er ist ein bisschen so abgerutscht und es wird immer ein bisschen komischer und hast nicht gesehen, klar, aber wenn du jeden Tag mit jemandem bist, dann gewöhnt man sich auch immer langsam an diese Art. Wisst ihr, was ich meine? Dann erst, wenn man ein paar Jahre nicht mehr mit einem ist, denkt man sich, Digga, was war das eigentlich? Aber möge Allah ihn helfen. Ich will auch jetzt nicht sagen, dass er krank ist oder so, aber er ist halt so ein bisschen neben der Spur. So, ist egal. Kurze Frage. Ja? Ich kenne ja von Mois, von früher diese nice Scheiße und so, weder, ich habe von gar keinem was gesehen. Ich weiß nur ihn von Bildern, dass er ein bisschen dicker war, aber hatte der der hat ja wirklich jetzt, lass mal Beleidigung beiseite, man merkt ja wirklich, dass der ein bisschen verstört ist, ne? Ja. Man sieht, ich habe auch leider meinen Kreis Freunde gehabt, die leider auch hier und da zwischendurch Scheiße gebaut oder Scheiße zu sich genommen haben. Und das siehst du direkt an. Ich kann dir zwei Bilder zeigen und sagst, ja,
das. Und das sieht man ja bei denen auch. Oder hatte der das vorher schon? Er hatte das diese verstörten schon. Blicke und verstörtes ja, er hatte das, und Reden und so. Er hatte das wahrscheinlich schon immer so ein bisschen und dann wird es immer mehr. Saladin sagt Ed zu Adnan, Bruder, Gras wird niemanden so krank machen. Bruder, da kennst du, Bruder, ich weiß nicht mehr, wen du chillst, aber jeden, den ich schon gesehen habe, der jahrelang kifft, war irgendwann ein Penner. Jeder. Es gibt keine Ausnahmen. Es gibt keinen, ich vertrage Gras, der nicht. Gras macht jedem zu einem Penner. Wenn du das in Massen kiffst, wenn du viel kiffst, wirst du immer neben der Spur sein. Ja, aber er meinte so bezogen auf was er macht. Auch, auch. Ich hab oder schon, Goldman Tower Ziegen an die Decke mit Blutmalen. Das ja, machst du von Gras nicht, Bruder. Ja, wahrscheinlich nicht, 100%. Aber ich habe schon anderes erlebt mit Leuten, die auf Gras waren jahrelang. Die waren dann neben der Spur. Ja, die haben diese Wahrnehmungsstörung. Du hast die angesprochen, die haben voll spät reagiert, waren verplant, paranoid. Also das macht was mit dir, wenn du den ganzen Tag kiffst. Ne? Musst ja, aufpassen. Wenn du aber ja, okay, da 20 Jahre vorher geguckt hast und dann den ganzen Tag kiffst, ist das noch ein bisschen schlimmer, ja, glaube ich. Man muss aufpassen. Halt euch einfach fern von dem Scheiß. So einfach ist das. Dem kann ich nicht mehr helfen. Und ich wünschte, es wäre hier schon vorbei, aber es geht noch viel weiter. Jetzt vor ein paar Tagen hat er seine Respektlosigkeit an die Spitze getrieben. Er hat sich bestimmt gedacht, boah Bruder, ich bin gerade der größte Doc im Internet, wie kann ich das noch toppen? Was macht er? Er lädt dieses Video hoch. Ich wollte ja davor schon raus, aber anstatt dass er vielleicht ein Video hochlädt, wo er dann ein paar Worte sagt und 10 Minuten Palästina, macht er so eine dumme Straßenumfrage. Und in diesem Video, wo er Palästina einfach ins Gesicht spuckt, packt er mich in einem Video rein mit Mazdaq und Memo Rapcheck, Bruder, what the fuck? Und das Dreiste von allen, er wusste, ich möchte nicht mehr in diesem Video sein. Was macht er? Er benutzt sogar diese zweite veränderte Version, die ich erst recht nicht drin haben wollte. Und wisst ihr, was komisch war? Das Video ist 10 Sekunden online und schon gab es Kommentare wie, boah, ich bin gespannt auf Mahmoudis Ausrede. Boah, Mahmoudi wird bestimmt sagen, dass er da nicht drin sein wollte. Wie soll man darauf kommen, wenn man das Video erst 10 Sekunden gesehen hat? Und ihr müsst alle mal realistisch denken. Da ist ein Video von Mois, wo ich ein paar drin habe und Leute sollen direkt kommentieren, er wird bestimmt sagen, dass er da nicht drin sein wollte. Ha, ich bin auf seine Ausrede gespannt. Mo Heuchler, Mo Doppelmoral. Und zufälligerweise hat auch kein Kommentar Likes bekommen, außer die gegen mich. Komisch. Ich sage euch Leute, jetzt ganz genau. Darf ich das auf was der geachtet hat, der Mumu? Das ist ja heftig. Richtig. Aber klärst du das auf oder darf ich das eben aufklären? Du sag, was du zu guck sagen mal, Leute. Hast. Ich habe auch diese, Team Rocket. Ich habe das Mysterium geknackt. Ich kann euch alles sagen, was ihr wollt. Geht das jetzt in allen Videos kontrollieren. Merkt euch zwei Sachen. Diese todesgelikten Kommentare, achtet mal drauf. Jeder Bot oder müssen ja nicht immer diese gekauften Bots sein. Können ja auch deren Gruppierung sein oder deren Soldaten, Crack, zahnlose Junkies sein. Immer wenn ein Name mit einer Zahl steht, seid euch sicher, das ist einer von denen. 100%, habe ich auch schon gemerkt. Ich habe jedes, und nicht jedes, aber ich habe sehr, sehr viele Sachen gescreenshottet und ich kann euch jetzt ein Bild davon malen. Aber vielleicht schicke ich das einfach Ruhe zu und sage, hier, mach mal ein Muster draus. Ja, ist immer ein so. Name mit einer Zahl, immer. Also, und die haben auch immer dann so, alle Likes haben so 3, 4, 2, dann steht da 700. Ja, ja, ist so. Verpiss das euch, ist also Alter. Wirklich sehr, sehr krass. Die kaufen so krass. Also die kaufen nicht nur die Kommentare und die Likes da drauf, die haben natürlich auch so 20, 30 Leute oder jeder auch selber 2, 3 Accounts und damit liken die sich gegenseitig. Die haben ja auch so Gruppen, wo die dann das, zum Beispiel ich mache jetzt ein Video und dann schicken die einen Link rein und sagen, alle jetzt draufgehen und disliken oder schlecht kommentieren. Also die haben sich das richtig zur Aufgabe gemacht. Das ist also wirklich schon eine Hurensohn-Truppe. Und hier bei Mahmoudis Video hat man auch direkt gesehen, dass solche Kommentare, wahrscheinlich sind die dann auch gekauft, wenn das dann direkt am Anfang sind, und, was ist jetzt los? Ihr wisst, was ich meine, Leute. Mit Name ja. Und Zahl. So, also, ne, so, wir gucken weiter. Nur was dahinter steckt. Diese Kommentare wurden gebottet von Mois. Und auf diese Kommentare wurden auch Likes gebottet. Und es ist nicht das erste Mal, dass ein Mois Aufrufe, Likes oder keine Ahnung was botten lässt. Das habe ich auch in meinem ersten Video zu Mois gezeigt, dass er so... Sicky Jackson 55 schreibt, ich like auch mit 20 Account Bushido in der Hoffnung, der lädt mich zu seiner Frau ein, damit der zuguckt. Cousin, das schaffst du auch mit 10 Accounts. Hast du 20 gemacht? Eine freundliche Anfrage hätte da auch gereicht, Bro. Leute, jetzt hackt nicht darauf rum, guckt einfach, ihr wisst, ihr werdet dann schon sehen, so voll die cringe Namen, so erfundene Namen. Ja, ja. Thomas Müller, 773-60-8-0-4-4-1 und so. Ja, ja, das sind solche Huren. Ich bitte euch, Alter. Ich schwör's euch, der Mann hat solche Huren. Okay, aber hier ist auch komisch. Kira 56, Jackson 55. Nein, aber ihr, da Uzi Jin 22. Aber ihr werdet das schon merken. Erfundene Mehmet Güler, 77934-8921, 600 Likes.
Auf seinen einen Kommentar, wo er schreibt, Team Bösemann. Ja, ja. Das ist so heftig. Alter. Und unter jedem Video sind dieselben Hate-Kommentare gegen mich oder gegen ihn. Das sind dieselben Kommentare. Wir machen ein Video, wir gehen heute, guck mal, du gehst Universum-Kampf boxen über von den und den Kampf, da schreiben die in meinem Video, ja, was mit Sinan? Bei ihnen schreiben die ja, du und dein Unterstützer links, rechts. Du bist auch noch bald dran. Sitzt noch zwei Tage hier. Und guck mal, was sie ja über dich schreiben, Alter. Alter, die Leute sind verrückt, Alter. Sicky Jackson, ich küsse dein Herz. Bester Bot. Sogar seine Klicks botten lässt und seine Likes. Und damit wollte er mir einfach gezielt schaden. Er wollte mich einfach mit ihm runterziehen. Ohne meine Erlaubnis wurde mein Video in sein Drecksvideo benutzt. Und anschließend wurden Kommentare gebottet, um euch alle zu beeinflussen. Um euch zu zeigen, guck mal, Mo ist ein Doppelmoral, Mo ist ein dies, Mo ist ein das. Und weil... Citero schreibt, Sinan, Bruder, hast du eigentlich so einen Hass auf die Frau von Bushido oder machst du das nur, um zu triggern? Sorry, wenn ich frage, dumm ist oder so, diese schön öfter beantwortet hast. Bruder, ich habe gegen die Frau eigentlich persönlich gar nichts. Ja, natürlich würde ich die wegficken, wenn die will. Das ist ein anderes Thema. Aber einfach nur zu dissen und zu beleidigen, was willst du sonst machen? Der Hurensohn wohnt 50.000 Kilometer entfernt, hauen kannst du den auch nicht. Naja, aber... Wisst ihr, was die Sache ist, einfach bei diesen ganzen, zum Beispiel Mois, wie auffällig der das macht und warum der das immer und immer wieder, wisst ihr warum? Weil diese Szene lächerlich ist. Man nehme wieder das Dreckspack. Die machen etwas, kommen damit nicht durch, werden erwischt, werden widerlegt, die schieben das beiseite, sagen, stimmt nicht, das wurde da und da bestätigt, nehmen sich den nächsten, erfinden wieder was. Immer und immer wieder, und es gibt wirklich immer noch Leute, die deren Sachen gucken und feiern. Ja, man muss auch ehrlich sagen, die haben... Deswegen kann man auch wie so ein Mäus, hey, schick mal ein Video, alles klar, hey, guck mal, der hat mir ein Video geschickt, so und so. Ja. Du kannst hier machen, was du willst im Internet, in Deutschland, wirklich. Man muss auch ehrlich sagen, in der Zeit, wo ich halt wirklich einen Tiefpunkt hatte, wo ich auch 3-4 Monate mich nicht mehr blicken lassen habe, also im Internet, sondern also in Twitch, ich bin da draußen ganz normal auch rumgelaufen oder so, aber ich habe eine Zeit, wo ich auch wirklich mich abgeschaltet habe, in der Zeit haben die auch krasse Videos gegen mich gemacht. Und man darf nicht vergessen, die haben nicht ein Video gegen mich gemacht. Die mehreren Fraktionen haben 30, 40 Videos gegen mich gemacht. Nicht jeden Tag, sondern in Abständen von 2-3 Tagen. Und das könnt ihr euch vorstellen, wenn 6 Monate, 7 Monate jedes Mal ein Video kommt, wo ich angeblich der Bösewicht bin, angeblich das und dies getan haben soll. Natürlich denkt der Endverbraucher, der auch diese Videos nicht mal kennt, aber durch Hörensagen, irgendwann denkt er voller Schlimme von mir. Naja, und deswegen gibt es auch dann hier und da immer so Leute, die dann irgendeine Scheiße labern. Und ich denke mir, hey, was hat der da kommentiert? Ist der behindert? Ne? Und dann kommt da ein Bushido auf die Bühne und erzählt was von Minderjährigen. Sinanji, Minderjährige und alle, ja, Mann, der hat Minderjährige gefickt. Und ja, Mann. Welche Minderjährige habe ich gefickt? Wo sind diese ganzen Opfer? Wo sind diese ganzen Leute? Ja? Und die Leute, die dann so dumm sind, so triggern wollen, nehmen sich das zur Aufgabe, Bruder, und machen daraus so Hate-Kommentare. Dabei gibt es diese Leute gar nicht. Bruder, es gibt, du hast das auch noch nicht gemerkt, ne? Guckt alle deren Videos und ich sage euch, in allen Videos fällen immer 3 Sätze. Die Beweise kommen noch. Es wurde ja schon längst bewiesen, das ist ja auch staatlich geprüft und 100% widerlegt, das brauche ich euch da nicht nochmal zu sagen, ja. Diese Manipulation, so, das eine da, ach ja, das wisst ihr ja selber, da war ja das und das, die Beweise kommen noch, zeigt mir mal einmal, wo die einen Beweis gemacht haben, außer dieses Dokumentenfälschung, wo wir uns hier totgelacht haben, wo man mit Deckweiß gemacht hat. Ja. Also, das sind deren Standardsätze. Ihr wisst ja, das wurde ja schon bestätigt. So, und muss ich euch ja nicht sagen. Ihr seid ja nicht blöd. Nach dem Motto, wenn du jetzt nicht glaubst, was ich da sage, bist du blöd. Und da, ich sage euch eine Sache. Euch, Alter. Das hat halt wirklich nur so ein Ausmaß genommen. Ja, man muss auch ehrlich sagen, weil ich halt auch dumm war. Es gibt halt ein Nacktvideo von mir. So. Das ist es. Und das ist dann so sensationsgeil. Da hat sich dann jeder drauf gestürzt. Ne? Ist halt so. Aber wie gesagt... Am Ende des Tages, diese minderjährigen Weibergeschichte und diese mit Kindern und so stimmt sowieso nicht. Also auch diese ganzen Leute, die dann immer sagen, ja, der hat doch was mit einer Minderjährige, diese Gerüchteküche, ja, Mann, der hat da eine Minderjährige gefickt. Welche? Wo? Wer? Da, das wurde weißt, ich meine, also das muss man erstmal, das muss man leider immer wieder erwähnen, weil die Leute das irgendwie nicht peilen, also die meisten zumindest, weißt du, die sich dann halt mit mir nicht mehr beschäftigen und dann auch nicht mehr nachgehen, sondern einmal nur so eine Scheiße gehört haben. Also ich denke, okay, ich habe scheiß mal auf Sinan jetzt, ich gehe weg und dann bin ich auf einem Bushido-Konzert und auf einmal Rap Bushido, Sinan G, Minderjährige und dann derjenige, ja Mann, das habe ich ja schon mal gehört, boah, krass, Mann. Der nächste kommt und sagt, ey, das wurde sogar bestätigt, frag Dreckszahn. Genau, solche Sachen. Schmali Dreckszahn. Aber das ist schon wirklich heftig, also die haben schon gut, krass, Lügenverbreiter, schon heftig und das, was man mir so nachsagt oder unterstellt, keiner kennt diese Leute. Presseausweis. Gibt keine minderjährigen Weiber.
gibt kein zweijähriges Baby. Alles Gelaber. Alles. Ja. Und Digga, die Menschen, die versuchen aber immer noch damit Klicks zu machen und schlecht zu reden. Das sind die größten Nuttensöhne. Ich sag euch das, wie es ist. So, wir gucken weiter. Weißt du was? Komm, Botte-Kommentare gegen mich, mach irgendwelche komischen Tricks, aber weißt du, was mich da wirklich abfuckt? Dass du einfach das Leid der Palästinenser dafür ausgenutzt hast, um mir zu schaden. Bruder, schämst du dich nicht? In diesem Video redet er sogar darüber, dass es sein kann, dass er gestrikt werden kann, obwohl er nur was Gutes tun wollte. Damit meint er mich. Er war sich mehr als dessen bewusst, was er gerade tut. Das war einfach nur ein geplanter Schachzug von ihm. Er wollte, dass ich ihn strike, damit er dann später rumhalten kann und sagen kann, oh mein Gott, ich bin so ein Ehrenmann, ich habe Video für Palästina gemacht und Mo ist der Böse, er hat es striken lassen. Es wäre mein Recht, dich zu striken. Und ich wäre trotzdem kein Ehrenloser wie du. Und jetzt erkläre ich euch, warum das ein Drecksvideo ist und warum er meiner Meinung nach den Palästinensern ins Gesicht spuckt. Es soll ein Video für Palästina sein. Was macht er? Er kifft in diesem Video. Heißt, du zeigst dich mal Respekt für diese Menschen in Palästina. Es soll ein Video für Palästina sein. Was macht der Typ aber? Er frisst einen Kuchen für 30 Euro, während die Menschen in Palästina Reiskörner aufsammeln, damit die was zu essen haben. Und kurz noch zu diesem Kuchenpart. Seine Mutter hat gesehen, was für ein Junkie der ist, die ist enttäuscht von dem. Und was macht er in diesem Palästina-Video, was ja nur um Palästina gehen soll? Ey, hier Mama, ich will dir zeigen, dass ich kein Junkie bin, hier, ich esse Kuchen für dich. Bro, was soll das für ein Video sein? Ey, das hat so gepasst. Das hat so gepasst. Ey, Mama, ich esse Kuchen für dich. Ey, Mama, ich bin kein Junkie mehr, guck, ich esse Kuchen für dich. Ey, was hast du eigentlich gesagt, sie hat Geburtstag und er hat einen so für sie gegessen, so, weißt du? Ach so. Oh, Scheiße, Alter. Ey, boah, Alter. Oh Mann, Alter. Was geht da? Ja, aber genau die Themen haben wir auch angesprochen. Ja. Wir sind, der redet über Palästina, dann isst er einen Kuchen, dann schneidet er seine Haare, dann kifft er vor dem Brautladen. Haben wir jetzt nicht verstanden? Den Streifen hier auf Kopf. Ja, ah, ja. Die Gazastreifen. Scheiße, mach den nächsten Schritt. Es soll ein Video für Palästina sein und was machst du? Du lässt eine Jacke für ein paar hundert Euro sponsern, während die Menschen in Palästina nicht mal Socken haben. Was ist los mit dir? Das heißt nicht, dass keiner mehr 30 Euro Kuchen fressen darf oder dass man sich jetzt eine Jacke für ein paar hundert Euro holt, aber in so einem Palästina-Video ist es einfach... Laila kommentiert, gerade er spricht von Minderjährigen. Seine Tochter Laila macht Instagram-Stories mit 11 Jahren, war schon ihre Mutter... präsentiert seine Kinder tausende von Männern und auf sowas sich beglücken, schützt seine Kinder nicht und zeigt die immer wieder eng und mit wenig Stoff angezogen und labert was von Minderjährigen. Ja, dass der Bushido seine Kinder da ausnutzt und für Likes und Klicks und die natürlich jetzt auch so supportet, ist ja eh klar. Ach so, ich habe euch das ja vorausgesagt. Ich sage euch, wie es ist. Bushido wird das Leben von Geissens nachmachen. Die Töchter werden irgendwann heranwachsen, die werden dann irgendwelche Dating-Shows landen oder also diese Talkshows, Familienurlaub. Hier meine Tochter und hier Mama Maria macht so und die, ja, die Verschischis halt, ne? So die Kardashians, die Verschischis, ja. Und dann präsentiert er seine Töchter so und präsentiert alle, was für ein Familienvater der ist. Und das ist das Ding, was er will. Er will in diesen Mainstream. Von Musik raus, da rein. In diesen Mainstream. Ich hab's geschafft als Musiker, jetzt bin ich so der Plattenpapst sozusagen. Und dann ist halt moderne Prostitution, verkauft quasi. Ihr wisst, was ich meine, verkauft seine Kinder quasi ans Fernsehen für Likes und Klicks und für Geld. Ne? Also, na, was soll ich euch sagen? Unpassend. In meinen Augen war das ein riesengroßer Disrespect, aber dieser Typ hat geschnitten, hochgeladen und dachte, boah, Bruder, das ist geil, boah, Bruder. Und boah, dann werde ich auch noch ohne meine Erlaubnis in dieses Video reingepackt. Klar sind die meisten enttäuscht von mir. Ich kann euch nachvollziehen, aber jetzt kennt ihr die Wahrheit. Jetzt, wo ihr die Wahrheit kennt, schaut mal, welche andere Dreistigkeit ich über mich ergehen lassen musste. Er postet sein Video, ich mache einen Community-Beitrag, wo ich euch erkläre, dass ich da nicht drin sein wollte. Und dann kommentiert jemand unter diesem Video, an sich ein guter Move, in dem ganzen Hin und Her noch mehr auf Palästina aufmerksam zu machen. Allerdings hast du mit dem Einschneiden von Mahmoudis Video mal wieder bewiesen, dass es dir nichts ausmacht, die Gutmütigkeit und Zuvorkommenheit von anderen Menschen schamlos auszunutzen. Und ich schwöre, ich liebe diesen Typen. Der hat's einfach so gut beschrieben, Alter. Und jetzt liest mal, wie dieser manipulierende Lügner darauf geantwortet hat. Weil Mahmoudi da drin ist? Warum ist es ein Problem, wenn wir zusammen für Palästina reden? Er sagt doch, er mag mich nicht und ich habe ihn nicht erwähnt. Wenn er Rückzieher macht später, alles cool. Aber ihr könnt jetzt nicht versuchen, hier irgendwem korrekt zu halten, der raus will, wo Kinder geschützt werden sollen. Also geht's doch um Image? Hä? Hier? Oder will er sich über mich lustig machen? Also. Oh mein Alter, das ist echt.
Ey, oh shit, Alter. Ghetto Picasso, der das einzige. Ist eigentlich so traurig und lächerlich, Alter, ja. Der einzige, der wirklich neben mir Schmanner Schmari wegflanken kann, ist unser Bruder Mock. Er hat uns geradet mit 520.000 Leuten. Vielen, vielen Dank, mein Bruder. Schöne Grüße an Mock, der einzig wahre. Ein sehr, sehr stabiler und ein sehr loyaler Bruski. Ich habe ein Geschenk für dich, Mock, wenn du das hörst. Ja. Was ist das Shoutout? Shoutout, ja, keine Ahnung. Mock ist King, Alter. Und ich glaube, Mock will halt auch nicht, dass ich so über Anna rede, weil Anna ihm gehört. Aber damit muss Mock nun mal leben. Wir gucken weiter. So, du kiffende, jaulende Katze mit Gottkomplex, die gerne mal tote Menschen für Image ausnutzt. Wenn es mir nur ums Image gegangen wäre, hätte ich diese Szene... Das hatte Diss-Track-Potenzial. Oh, shit, Alter, was war das was für ein Name? Was ist das für Punchlines? Das ist das, was du immer sagst, Alter. Ich schwöre. Wenn es mir ums Image gegangen wäre, hätte ich diese Szene gar nicht für dich gedacht. Also, du kiffende, jaulende Katze mit Gottkomplex, die... Du kiffende Jaulende Katze mit Gottkomplex. Du kiffende Jaulende Katze mit Gottkomplex. Du kiffende Jaulende Katze mit Gottkomplex. Der Mumuti macht ihr so Diss-Tracks, Digga. Was ist denn das? Image, der will sich über mich lustig machen. Also, du kiffende Jaulende Katze mit Gottkomplex, die gerne. Walla, bau mal ein Beat runter. Was ist das für ein Satz? Die Katze mit Gott und Blitz, die tote Menschen. Ein bisschen, was sagt er am Ende? Ey, mal ein bisschen das Geld ist, rauszuholen. Ey, das ist wirklich ein Punchline, Alter. Mal tote Menschen für Image ausnutzen. Wenn es mir nur ums Image gegangen wäre, hätte ich diese Szene gar nicht für dich gedreht. Mir ging es nur um Palästina. Du hast mir gezeigt, dass es dir nicht um Palästina geht, deswegen wollte ich da raus. Immer noch. Und jetzt erkläre ich dir auch mal den großen Unterschied zwischen uns beiden. Während du diesen Move, den wir vorhatten, dafür missbrauchen wolltest, um den Ruf zu retten, habe ich es in Kauf genommen, dass mein Ruf durch diesen Move leidet. Aber das wäre es mir wert gewesen, weil ich im Vergleich zu dir noch weiß, dass es wichtigere Dinge gibt, als ein paar Abonnenten mehr oder einen geilen Ruf zu haben. Nun kennt ihr die ganze Wahrheit, Freunde. Ich entschuldige mich bei jedem Zuschauer, der mich liebt, der mich schätzt, der mich vertraut und dann so ein falsches Bild bekommen hat von mir, weil er einfach von einem Mäus getäuscht wurde. Und was lerne ich daraus? Gutmütig sein zu den falschen Menschen ist oft ein Fehler. Zum Ende hin habe ich nochmal eine gute Nachricht für euch. Ja, das stimmt. Also dieser Kommentar von Mois, der hat mich gerade wieder echt nochmal abgefuckt. Also diese 30 hat mich nochmal echt getriggert, dass ich mir denke, wisst ihr was? Montag 18 Uhr, die nächste Zerstörung gegen Mois. Wenn ihr meint, weil der Momo hier so verrückt, dass es eine gute Idee ist, Montag oder sogar Dienstag, eins von beiden, um 18 Uhr eine neue Zerstörung gegen Mois hochladen, dann lasst ein Abo da, macht die Glocke an, liked und ganz wichtig, Free Palestine. Ja, am Ende noch mit der Mega-Aussage, ne? Aber muss man ehrlich sagen, also das ist ja schon hier, ne? Das ist heftig, Alter.